Bei diesem Fotograf ist einfach jedes Foto ein Volltreffer. Freuen tut man sich trotzdem nicht, wenn man eins überkommt. Doch wie man doch so schön sagt, zählen nur die inneren Werte. Ja, ein Radarkasten ist prinzipiell mal sicher eine Kamera, ein Blitz, damit man auch zur Nacht gute Fotos machen kann. Und im Wesentlichen ist es ein Computer, der die ganze Technik steuert, das Ganze verbaut in einem Kasten, damit man den die Strasse anstellen kann. Man hört oft, dass die Radarkästen nur aufgestellt werden, um die Autofahrer hässig zu machen. Doch die Polizei hat vom Gesetz aus den Auftrag, die Geschwindigkeit vom Verkehr zu kontrollieren. Wo der Blitzer schlussendlich steht, hängt nicht von der Laune der Polizisten, sondern von vorgegebenen Kriterien ab. Decken kann sein, dass hier zum Beispiel gerade ein schwerer Unfall passiert ist oder dass viele Unfälle passieren. Oder so wie jetzt die Radaranlage hinter mir. Da haben wir zum Beispiel einen Fußgängerstreifen. Wir haben Einmündungen, die in die Strasse einmünden. Also sprich, hier sollte die Autofahrergeschwindigkeit sowieso anpassen und besonders aufmerksam sein. Und wir haben jetzt hier so einen Standort ausgewählt, um die Geschwindigkeitseinhaltung zu überprüfen. Für die Autofahrer, die leicht zur Aggressivität neigen, hat Florian Schneider von der Kantonspolizei St. Gallen noch einen kleinen Tipp. Kameras überwachen einerseits Erschütterungen. Wenn einer fest dranschlägt oder mit dem Auto reinfährt, dann kommen wir hier eine Meldung über. Wenn jemand probiert, die Anlage aufzubrechen, geht ein Alarm raus. Sie ist videoüberwacht, sie hat sogar Temperatursensoren drin. Ist doch auch schon vorgekommen, dass so eine Anlage angezündet worden ist. Aber das hat all diesen Leuten nicht genützt. Die Bilder haben wir schon gehabt und die Busse ist gleich raus. Es gibt auch semistationäre Blitzer. Die werden mehrmals am Tag an verschiedenen Orten ausgepackt. Nachher wird die Messgrenze bestimmt und schon kann die Fotojagd anfangen. Aber der Polizei geht es gar nicht ums Geld. Ja, das ist ganz klar so, oder? Dass sich die Autofahrer da dann mit der Zeit merken und sich das einpegeln. Erfreulicherweise merken sich das aber die Autofahrer nicht nur während der Zeit, wo der Radarkasten dort steht, sondern wenn wir den Radarkasten wegnehmen und nach einer bestimmten Zeit wieder kommen, dann ist die Verzeigungsquote am Anfang schon wesentlich tiefer. Und das ist auch der gewünschte Effekt, dass sich da wirklich ein Lerneffekt einstellt und die Autofahrer langsamer fahren. Und für die Sparfüchse unter uns, wenn man immer die vorgegebene Geschwindigkeit fährt, spart man sich nicht nur Busse, sondern auch Geld an der Tankstelle.